Durch diese hohle Gasse, Verzeihung, durch diese hohle Röhre muss sie kommen, die künftige Autobahn von Singen in Richtung Hilzingen, Schweiz. Viel Prominenz erschien am 25. Januar 1979 zur feierlichen Taufe des Autobahnprobestollens, der nach alter Mineursitte von einem weiblichen Wesen eingeweiht wurde. Frau Hildegard Linse, die Gattin des Abteilungsleiters im Autobahnamt, taufte den Stollen auf den Namen Hildegard. Der Berg ist und bleibt der große Unbekannte, stellte bei der Tunneltaufe der Präsident des Autobahnamtes Baden-Württemberg, Siegfried Meyer, fest und unterstrich, dass der Bau eines Autobahntunnels immer noch ein ungewöhnliches Ereignis sei. Der Geschäftsführer der Münchner Tunnelbaufirma Leonhard Molge MbH, Josef Ramsauer, Chef der 15-köpfigen Tunnelmannschaft, bezifferte die Tunnelbaukosten auf runde 35 Millionen Mark. Der Berg erwies sich stärker als erwartet. Erst im dritten Anlauf zerschellte die von Hildegard Linse geschwungene Sektflasche an der Betonmauer des Stolleneingangs. Gleich nach dem Taufakt ging der mächtige Fräslader dem harten Hohentwielgestein zu Leibe. Auf die Fertigstellung der heiß ersehnten, aber auch vielfach verhassten Autobahn wird man allerdings noch lange warten müssen. Die schweizerischen Behörden weigern sich nämlich hartnäckig, die Autobahn an der Grenze abzunehmen. So wird wohl die Verkehrsmisere über Jahrzehnte hinaus in Singen verbleiben.